Willkommen Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu der 91. Folge von Blind TV. Zunächst möchte ich mich beim Luis bedanken für seine ganz tolle Arbeit von dem Intro, was ihr gerade gesehen habt. Also das hat er wirklich ganz klasse hingekriegt, danke dafür, ihr werdet das nun öfter sehen. Ja, wir waren beim Positive Vibration, beim Böllerbauern und haben dort den Dailymann getroffen mit seinem Kollegen, das ist der Produzent Phil Chronic Beats und einen ganz tollen Rapper hat er noch dabei gehabt, der Jean Gully Jamo. Über den werden wir auch kurz berichten und danach gehen wir schon nach Graz. Da wartet nämlich der Günther auf uns, der hat uns seine Geschichte zu erzählen, hat sich getraut, damit vor die Kamera zu kommen und wird euch da einiges erzählen. Auch die Michaela mit ihrem Bruder ist dabei und musste einige Zeit im Gefängnis verbringen. Dazu aber dann später mehr. News, die 24 News fallen leider diesmal aus. Erstens mal, weil die Sendung viel zu lang geworden wäre. Und zweitens mal möchten wir die ganz gerne extra bringen. Das heißt nicht in der Folge von Blind TV, sondern als extra Format zwischendurch, am besten monatlich. Wir hoffen, dass der Markus recht schnell wieder gesund wird und auch dort wieder mitwirken kann und dass die nächste Folge hoffentlich noch bis Ende Oktober gesendet wird. Ja, jetzt hätte ich beinahe vergessen, mich noch beim Mojamba Headshop zu bedanken. Der hat uns nämlich diese Legaltasse hier zugeschickt. Wir haben uns unheimlich darüber gefreut und deswegen sagen wir nochmal Danke dafür. Auch wollte ich noch mal kurz daran erinnern, der hat eine kleine Erfindung gemacht, den Scoop. Und der hat jetzt schon ein paar Fans gefunden. Jetzt geht wohl seine Sammelaktion los, damit die erste Produktion gestartet werden kann. Schaut einfach mal auf Facebook oder auf die Adresse, die ich jetzt unten einblende, wenn ihr da Lust habt mitzumachen oder das interessant findet, okay? Gut, also danke für die Tasse und weiter so. Viel Spaß beim Schauen und wir sehen uns gleich nochmal. Ich bin zwischen den Securities durchgekommen und mir ist es gelungen, hier mitten auf der Bühne auf dieser Veranstaltung in der Arena an den Hannes zu gelangen. Zum Glück haben mich die Securities ganz nah rangelassen. Hallo Hannes, schön, dass du heute hier bist. Kurze Frage, was geht hier ab in der Arena? Du bist hier zigmal vertreten, habe ich gesehen. Einmal, oder? Schau, kann mit der Kaffee. Ja, da, wir machen so eine Barbecue-Geschichte, so ein bisschen Essen, Trinken, Party. Da habe ich die Leute eingeladen, hey, habe ich die auch angerufen, ja, schau mal vorbei. Ja, ja, es ist das Ganze. Es ist Saison, der Urlaubszeit, ein bisschen ja, wieder Luft schnappen. Ein bisschen was für die Freunde zu tun. Für alle anderen hier in der Arena hat der Hannes einfach mal eingeladen, weil, wie ihr wisst, er macht viel für die Legalisierungsszene mit Indra's Planet. Und heute hat er mal eingeladen hier den Verband und Legalize. Und ja, wir machen einfach mal ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken und wollte einfach mal Hannes dafür danken. Und danke, dass du die jetzige Show da natürlich sponsorst. Oh, danke. Weißt du noch gar nicht, ne? Nee. Das ist eine Überraschung, oder? Danke. Hey, danke für die Einladung gehen. Und danke, wir sehen dass uns. Du da bist, ja. Die Kulti weiß auch mal. Die Kulti weiß bald. Ja, ja. Bist du auch, welchen Stand? 20, Stand Nummer 9. Wir sind Stand Nummer 9. Und Blind TV ist da mit Stand Nummer 82, Leute. Ich hab nicht gestofft, mit 280. Die großen Stände kriegen sie, ne? Ja. Naja. Wer lange hat, kann auch lange hängen lassen. Na, das geht nur dank der Sponsoren und dank natürlich der Cultiva und den Organisatoren dort. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Man sieht sich. Tschüss. So this song is all about togetherness, you know? Because we need more love in this time. Stop being so bad-minded, see? Yeah. Because it doesn't matter if you're black or white. Together we should all unite. Right? Right? So listen to the saxophone right now. Can you feel the vibes? It's a positive vibration. Ready, man, again. Check it. Let's come together. I know what I will be for sunfire. Let's come together. Just a children, we should only.
power. You need the strength, and the strength is the power. If we lift your mind, to the blessings I will show her. Every second, every minute, and every hour. Just you know we have to go together. See you, come on! Let's go together. I know what I'm waiting for some fire. Sing it! Let's go. God, that's what we wish you on you tonight. Let's go together. It don't matter if you're black or white. Let's go together. Listen now. Cause it doesn't make no sense to fight, try battle wise. If we fight against ourselves, we never reach far. Times of liberation, more. I want to see more hate anymore. Yeah. Hey. So let's come together. I know that I'm waiting for some fire. Sing it. Danke, dass ihr kurz da seid. Ich denke, es lohnt sich, euch mal vorzustellen, weil unsere Blunt TV-Leute wollen ja immer mal was Neues hören. Erzähl mal, was machst du? Ich mache Hip-Hop, baue die ganzen Beats, Hip-Hop-Beats mit MPC und Scratches dazu und eher die Hip-Hop-Sparte ist das. Das ist eigentlich alles, was wir machen. Mit Deliman arbeite ich zusammen und mit Sean eben, da kommen Projekte. Okay. Deliman, sag mal. Schön, dass ich dich erstmal hier erwische. erzähl mal was. Was ist deine neue Tour? Was ist dein neues Album? Phil Chronics ist der Produzent und DJ, der mich gerade backt im Moment. Also ich bin gerade unterwegs, Blazing. Und ist halt gerade im. Also es wird noch ein bisschen dauern, aber ja, kommt bald raus. Auf jeden Fall, da darf man gespannt sein. Und sonst eben auch mit Jean live zusammen. Der aus Togo ist und jetzt hier in Österreich lebt. Okay, danke für die Question. Danke für die Question. Und where I come from? Ich komme aus Togo. Und I do Hip-Hop Music. Ja. Yeah. I start since 2000, between 2000 and 2001. Start by there and in Togo. We smoke ganja for sure, but it's not legalized. Okay. Yeah, if the policeman see us, like, can catch you because we have some law for that. But, like I said before, that we are not get something, do something with Phil Chronics, Deliman. So it'll be nice, good show. Yeah. Wo hast du deine nächsten Konzerte? Wo sollen die Leute mal hinkommen? Also wenn es um Konzerte geht, da kann man auf jeden Fall bei Facebook nachschauen, facebook.com/delimanmusic. Da kann man alle Konzerttermine von mir mitverfolgen. Da poste ich auch immer wieder ein paar Fotos und Videos. Und ansonsten, ja, auch auf delimanmusic.com kann man auch mitverfolgen, was ich alles mache. Ja, und ansonsten jetzt gerade am Positive Vibrations Festival hier in Haag, Niederösterreich. Viel Spaß hier zu sein. Ich wünsche euch einen coolen Abend und wir werden jetzt mal ein paar Szenen einblenden. Let's go.
encore cherche en plus pour un petit grégoire. Dans ce chemin qui m'a porté loin, on vient le tous. Je n'ai pas su comment représenter, mais une chose est certaine, ma vie est définie. Je veux pas encore en ma prophétie, toujours continuer sur ce chemin avec mon esprit. Avoir encore, comme on dit, on a ma chenelle. Accomplir chaque chose parce que ça sera parfait. Comprendre encore dans mon body ce que ça me dit l'esprit en train de faire. Pour ça, je continue à dire. Ah, ihr Lieben, ich sitze jetzt hier in Graz. Es ist schon am Dämmern und das Geschäft ist zu. Und am 13.02.2012 war für den Günther aus Graz ein ziemlicher Schreckentag. Und über den wollen wir euch jetzt mal erzählen. Hallo Günther. Grüß dich, hallo. Schön, dass du vor die Kamera kommst. Danke euch, dass ihr gekommen seid. Natürlich, dann nehmen wir schon ein paar Kilometer mal in Kauf. Erstmal schön, dass du wieder draußen bist überhaupt und schlimm, dass du drin warst. Mhm. Fangen wir jetzt erstmal ganz langsam an. Wie lange hast du gebraucht, um überhaupt so dein Geschäft zu eröffnen, um das Ganze aufzubauen, was du eigentlich schon mal hattest? Also wir hatten am 12. November 2011 unseren 10-jährigen Jahrestag. Also wir haben 10 Jahre alles aufgebaut. Fingen zu zweit an, mit Hilfe von ein paar Freunden in einem kleinen Laden und haben uns dann eigentlich immer weiter nach oben gearbeitet. Ja, also über 10 Jahre, muss ich sagen. Hammerzeit schon eigentlich, ne? Ja. Und wahrscheinlich hast du auch viel Geld und viel Energie da reingesteckt, ne? Ja, natürlich. Also es war doch mein Lebensinhalt und auch das meiner Frau und meine Kinder haben das auch zu spüren bekommen. Selbstständig heißt ja nicht umsonst, ständig selbst. Und es war ein enormer Arbeitsaufwand. Am Anfang hatten wir die Stecklinge noch selbst gemacht, haben das dann zum Glück aus dieser Sicht wegen der Justiz auch ausgelagert, dass jemand anderer produziert hatte. Aber ich muss sagen, es war ein enormer Aufwand. Es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich beschäftige mich seit knapp 20 Jahren mit dem Thema Cannabis und Cannabis-Prohibition und wollte an und für sich immer diesen Pionierweg mitunter mit anderen Kollegen auch aus Österreich gehen. Und ja, hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Es tut mir auch irrsinnig leid, immer noch, dass ich das nicht mehr in dieser Art und Weise machen darf, solange sich die Gesetze nicht ändern. Wollte ich gerade sagen, zumindest jetzt erstmal nicht. Genau. Ne? Wie viele Angestellte hast du so beschäftigt in der Zeit? Also wir waren insgesamt 9, also 8 Mitarbeiter und ich. Und zum größten Teil Vollzeit. Manche waren auch Teilzeit und geringfügig vorhanden, dass wir einfach wirklich ein schönes Team machen konnten, die eben mehr oder weniger die Kundenberatung, Stecklinge, Stecklingbetreuung, Pfeifenshop ist ja nach wie vor auch separat, einfach schön. Ja, abwickeln kommt. Das ist schon eine Menge, finde ich. Also alles, was über 3 Leute geht, da redet man eigentlich schon von einer mittelgroßen Firma, sage ich mal. Und ich denke mal, so ein Ort wie Graz sollte eigentlich froh sein, dass da neuen Arbeitsplätze geschaffen werden, oder? Der Meinung waren wir auch und uns war es ganz wichtig, dass der Laden eben wirklich nach außen hin nicht verdunkelt ist, sondern wirklich wie in jeder andere Laden, der legal geführt werden darf, auch dargestellt wird. Ne? Dass das Ganze nach über einem Jahrzehnt und so endet, mit dem haben wir einfach nicht rechnen können, muss ich sagen. Hast du vorher eigentlich schon mal irgendwann mit Polizei zu tun gehabt? Ja, eben durch meinen Alkoholkonsum des Öfteren war ich doch öfter mal auf der Wache, weil ich einfach doch Blackouts hatte, mehr oder weniger. Und dann, ja, Sachbeschädigung, Verkehrsunfall im Ausland. Zum Glück wurde das in Österreich damals nicht weitergemeldet. Ist aber auch schon Ewigkeiten her, muss ich sagen. Aber Jugendsünden, ja, fällt auf alle Fälle drunter. Ne? Und mit Cannabis eher nur in der Stadt, eben vielleicht durch Fahrlässigkeit, dass man mal erwischt worden ist, auf dem Platz mit einer Tüte von einem Polizisten. Aber gerade in der Stadt, muss ich sagen, hat die Erfahrung dann gezeigt, dass sie doch eher toleranter sind und sagen, du bitte rauch die Tüte weg, es ist mir lieber, du rauchst was, anstatt du saufst dir die Birne voll. Und nachdem ich ja weiß, was der Beamte dann auch gemeint hat damit, war es ja auch, glaube ich, die bessere Lösung so. Aber nie in dem Ausmaß, dass jetzt da irgendwo Verhaftung, Einvernahme in dem Ausmaß, also nie in dieser Strenge und schon gar nicht mit Haftandrohung, Haftbefehl. Ne? Deine Kinder, sind die minderjährig? Ja, ich habe einen 14-jährigen und einen 5-jährigen Sohn, sind minderjährig und vor allem haben sie das auch alles live mitbekommen. Ne? Auch die Verhaftung meiner Gattin im Haus, neben den Kindern und so, also es war wirklich ein Trauma. Ja, der Kleine wollte dann ein Jahr lang mit keinem Polizeiauto spielen und inzwischen geht's wieder, dass er sagt, okay, inzwischen tritt er drauf. Na, Quatsch. Aber es hat wirklich eine Zeit lang gedauert, um mit dem einfach wieder umgehen zu können. Auch für einen Großen natürlich, weil gerade wir waren doch immer das Vorbild, also mit mir meine ich meine Gattin und mich, die hat mich ja doch immer groß unterstützt.
Natürlich. Und wenn dann so ein einschneidendes Erlebnis, sage ich mal, am Anfang der Pubertät stattfindet und eigentlich das gesamte Konstrukt, was man sich aufbaut, ineinander zusammenstürzt, ist es halt schon ein harter Einschnitt, auch für einen Jugendlichen, also für einen Sohn. Eine Frage interessiert mich mal so kurz, wo wir gerade über Arbeitsplätze gesprochen haben. Wie viel, wenn du da überhaupt drüber reden magst, wie viel Steuern hast du eigentlich so im Jahr der Stadt Graz oder dem Staat hier gebracht? Steuern waren es im Jahr um die 200.000 Euro. Okay. Wir haben sechsstellige Monatsumsätze gehabt, gerade sechsstellig muss ich sagen im Monat, aber da waren es mit Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Sozialversicherungsabgaben, sind wir da auf 200.000 Euro gekommen im Jahr. Also da schneiden die sich eigentlich richtig ins eigene Fleisch und machen richtig was kaputt. Ja, vor allem wenn man dann betrachtet, was für ein enormer Aufwand betrieben worden ist, um mich dann mehr oder weniger verurteilen zu können. Und das kostet immer noch. Genau, und dafür werden dann unsere Steuergelder eigentlich verbraucht und das finde ich persönlich eigentlich sehr schade. Okay. So, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Zettel gucken. Wann hast du eigentlich das erste Mal Kontakt mit überhaupt... Ich sag mal, du bist jetzt wahrscheinlich nicht drauf gekommen, weil du Glas so schön findest. Ich denke mal, irgendwann hast du ja mal selber Zigaretten, Alkohol. Wie fing das bei dir an? Wie war das? Also Einstieg mehr oder weniger zu Rauschmitteln, sag ich mal, war über Nikotin bei mir. Ich habe mit 12 Jahren zum Zigarettenrauchen angefangen. Mhm. Komme aus einer Alkoholikerfamilie, auch sehr negative Erfahrungen mit meinem Vater, der Alkoholiker war. Inzwischen schon verdaut, muss ich sagen, aber da bekam ich einfach ja den Zugang zu Zigaretten, später auch zu Alkohol, bin dann auch von zu Hause weg und bin dann mehr oder weniger doch sehr auf den Alkohol reingeschlittert und war sehr froh, wie ich dann zu Cannabis kam, was mir einfach dann die Lust auf Alkohol dann in dem Ausmaß genommen hat. Okay. Und gemeinsam mit meiner Frau haben wir dann halt wirklich geschaut, nee, also Alkohol ist nicht die Lösung. So, jetzt sind wir mal in einer anderen Position hier. Du darfst ja jetzt noch, du darfst ja wieder hinterm Tresen stehen. Zum Glück haben sie dir den Arbeitsplatz nicht auch noch versaut. Genau. Relativ froh, dass ich jetzt da wieder hinter der Theke stehen darf. Allerdings eben war das Hauptthema auch, dass ich vorgebracht habe, dass ich eben zwei Kinder habe und dass es nicht okay wäre, wenn es jetzt zusätzlich zu dem, dass ich die Firma verloren habe, alle Konten ein Jahr eingefroren waren, 10.000 Euro einbehalten worden waren an Steuergeld, noch zusätzlich eben wir das Haus auch verlieren, gerade eben, weil es einfach mit dem Bonshop natürlich nicht ausgeht, wie nach 10 Jahren mit dem Hanfshop, dann zusätzlich noch 3 Jahre unbedingte Haft absitzen hätte müssen. Also das war das größte Problem. Erstinstanzlich hatte ich 3 Jahre unbedingt bekommen, warum ich auch weitergekämpft habe. Und wir haben dann halt wirklich argumentiert, dass einfach auch meine Kinder gerade jetzt mit 14 und mit 5 dann mindestens 2 Jahre bei guter Führung und sonst im schlimmsten Fall 3 Jahre keinen Vater gehabt hätten. Und da war zum Glück aus dieser Sicht der Richter dann gnädig und auch die Staatsanwaltschaft und hat das Urteil mit 34 Monaten teilbedingt, davon 10 unbedingt, ausgesprochen bzw. auch akzeptiert. Und wir haben es auch akzeptiert, weil wir auch leider am Ende unserer... In der dritten Instanz war das jetzt dann, ne? Das war die dritte Verhandlung, genau. Erste Instanz, oberster Gerichtshof, der beschlossen hat, ja, Stecklingverkauf mit diesen Begleitumständen, die waren eben mit Samenkatalogen, Zuchtschema, auch Erklärungen, wie man Pflanzen am besten pflegt. Sie haben es ja wirklich ganz, wie Sie sagen, professionell aus Ihrer Sicht gemacht. Sie haben 2 Wohnungen angemietet, vorne und hinterm Laden, haben den rund um die Uhr observiert, Telefonüberwachung, es war ja zuerst der Mafia-Paragraph, ich war ja auf 25 Jahre zuerst angeklagt. Hat aber den Hintergrund, damit haben sie Narrenfreiheit, was die Überwachung angeht. Haben es dann auf dem Paragraph 28a Absatz 4 reduziert, also Beitragstäter zum Suchtgifthandel, gewerblich und mit Bande und bei einer übergroßen Menge, der nur bis 15 Jahre unter Anführungsstrichen bestraft werden kann. Ne? Das heißt, dann sind wir beide eigentlich beides Mafia-Bosse, ne? Weil ich war ja auch... Also mich wollten sie auch nach 27a, und die Michaela, die wir heute hatten, die, also alles ist eigentlich Mafia und genau. Da kann dann ermittelt und transferiert werden. Genau. Also man schaut dann wirklich blöd aus der Wäsche und wenn man dann sieht, was die eigentlich in dem Zeitfenster, also sie haben 7 Monate 2 Wohnungen gehabt und haben lediglich 21 Kunden, die gegen mich dann ausgesagt haben, gegen mich in diesem Sinne, dass die Kunden gefragt worden sind, hat ein Verkäufer oder der Günther euch beraten und die haben halt gesagt, naja, er hat gesagt, wir müssen die Pflanzen gießen, sonst gehen sie ein. Also wir haben ja den Hinweis auch gegeben, du darfst die Pflanze nicht ernten, weil das ist strafbar. Also so, vom Gesetz her ist es ja erst das Abtrennen,
der Blütenstängel, der Blüten vom Stiel, genau, strafbar. Und trotzdem wurde es so ausgelegt, dass das die Beratung sei und dadurch Beitrag zum Suchtgifthandel geleistet, okay, worden ist. Also es ist auch viel Auslegungssache. Klar, und das meine ich eben. Es ist absolute Willkür dahinter. Und das ist auch für mich eines der schlimmsten Themen eigentlich. Ne? Weil, wie gesagt, wir haben das Haus auf 30 Jahre finanzieren lassen. Ich hätte mir beim besten Willen nicht träumen lassen, dass ich nach über einem Jahrzehnt dann noch im strafbaren Bereich bin, weil ich wirklich geschaut habe, dass wir das so straight wie möglich abhandeln, im Steuern zahlen, die Bücher offenlegen jederzeit. Also es waren auch 2 Steuerprüfungen ohne Gründe da jetzt für eine Nachzahlung zu finden. Und was mich nochmal interessieren würde, wie lief das vorher ab? Hast du vorher irgendein Gefühl gehabt? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, dass jetzt vielleicht du zwei Arbeitsplätze hast, aber jetzt gleich die Polizei reinkommen kann und dir dein Leben auf einmal zur Hölle machen kann? Nee, nicht in dem Ausmaß, weil am Anfang natürlich spielt der Paranoia eine große Rolle, beziehungsweise auch etwas Nervosität. Man weiß, man geht da jetzt in einen grauen Bereich hinein, man weiß nie, wie weit kann man gehen, wo ist genau die Grenze. Hatten dann aber immer wieder mal behördliche Kontrollen aller möglichen Instanzen, also Arbeitsinspektorat bis hin natürlich zu Kripo-Kontrollen, die geschaut haben, hey, haben wir blühende Pflanzen? Nee, haben wir nicht. Na, dann ist alles in Ordnung. Und dadurch wurde ich im Glauben bestärkt, dass das eigentlich, was ich mache, völlig legal ist. Vor allem in Anbetracht dessen, dass ich ja weiß, was so manche Kollegen wirklich betrieben haben. Und ich der Meinung war, also wir sind leider, mag sein, dass es egoistisch klingt, aber ich war der Meinung, okay, wir machen es professioneller, sage ich mal, in diese Richtung, dass es auch, wie sie sagen, ja, es wurde nicht geachtet wurde einfach, ne? Genau. Es gab keinen Verkauf im Laden, es wurde nicht gedealt im Laden, es wurde nicht konsumiert während den Öffnungszeiten, zumindest auch nicht neben mir, wenn ich das mitbekommen habe. Also es geht auch alles aus den Akten hervor. Also das ist eigentlich das, was mich am meisten ärgert. Natürlich muss ich mir auch eingestehen, das möchte ich schon auch sagen, also einen Schnitzer habe ich mir erlaubt bei einem Kunden, der sich als Polizeitischler ausgegeben hat und der auch unser Vertrauen erschlichen hatte. Hatte mich gefragt, ob ich jemanden kenne, der ihm sein Endprodukt abnehmen könnte, und ich habe die Telefonnummer von einem anderen Kunden, der sich darüber gefreut hat, weitergegeben. Okay. Das ist Beschaffung für Suchtgift. Okay. Muss ich sagen, also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht mich weiser, meine Weste weiser waschen, als sie ist. Aber gehört erwähnt, gehört einfach erwähnt. Ich denke, auch um dich da jetzt im Schutz zu nehmen, ich denke, jeder, der so ein Geschäft hat, der hat einfach schon mal konsumiert und der kennt wahrscheinlich auch Leute, die konsumieren. Und es ist einfach blöd zu sagen, natürlich verkaufe ich gerne Drogengeräte, aber hier kann ich genauso Salbei durchrauchen, ich kann hier andere schöne Kräuter durchrauchen, ich kann es aber auch einfach nur als Vase und weil ich die Dinger unheimlich toll finde, im Regal stehen haben, ja. Und deswegen jetzt an zum Drogendealer zu machen, nur weil er vielleicht jetzt mal eine Telefonnummer vermittelt hat oder weiß, dass sein Kollege mal mit dem einen gerne raucht, das ist doch einfach nur eine Kriminalisierung, die bringt doch keinem was, Leute. Mit wie vielen Jahren bist du überhaupt angefangen, so Cannabis zu konsumieren? Cannabis habe ich begonnen mit 15, 16 Jahren zu konsumieren. Aufgrund damals eben meines Zigaretten- und Alkoholkonsums war ich sehr froh, dass ich zu Cannabis gekommen bin, weil mir dann die Lust auf Alkohol doch sehr schnell wieder vergangen ist. Und es war für mich doch eher, wie soll ich sagen, eine sehr entspannende Wirkung, sage ich mal. Ja. Auch als Antidepressivum. Die Ärzte wollten mir immer Antidepressiva verschreiben. Ich habe immer mich geweigert, Tabletten zu nehmen. Und durch Cannabis habe ich mich dann doch wesentlich besser wieder in den Griff bekommen, muss ich sagen. Schön. Naja, viele nutzen es ja wirklich medizinisch. Das war auch für mich meine Medizin. Die wollten mir in der U-Haft dann sofort Ersatzdrogen gegen Cannabis verschreiben. Und ich habe dann die Ärztin auch gefragt, was sie studiert hat, weil normal müsste sie eigentlich wissen, dass man an und für sich keine Ersatzdroge braucht, wenn man nur Cannabis konsumiert. Ja, das ist schlimm. Die wollen dann zumindest dann am besten Schlaftabletten oder irgendwas geben. Klar. Schlaftabletten, Beruhigungstabletten für den Tag, Zwirks, Gewohnheitseffekt und so weiter. Aber mag sein, dass es sowas gibt. Ich kenne auch Personen, die ähnlich reagieren, wenn man Kaffeetrinker ist und dann auf einmal keine Tasse Kaffee hat. Ne? Der Gewohnheitseffekt mag sein, aber körperlich, nee, glaube ich nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und es ist auch nicht so gewesen, dass ich immer durchgehend geraucht habe. Ne? Mein Großvater war Weinbauer und der hat mir immer schon beigebracht, du, hör mal zu, wenn du jeden Tag was konsumierst, mach zwischendrin mal Pausen, um zu sehen, wie reagiert dein Körper drauf. Mhm. Und so habe ich es eigentlich auch bei Cannabis handgehabt. Und
muss dazu sagen, für mich war es eher ein Ausgleich am Abend, nach einem erfolgreichen Arbeitstag, dass ich dann sage, so am Abend, wenn die Kids im Bett sind, dann rauche ich was, aber es dafür dann halt doch relativ regelmäßig. Mhm. Das schon. Gut, das denke ich mal, Regelmäßigkeit liegt doch immer im Auge des Betrachters, wenn jeder, wenn ich mir abends mein Bier trinke, in einer Regelmäßigkeit von 4-mal die Woche, ist es auch schon regelmäßig. Ja, das ist richtig, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was die Zuschauer am meisten interessiert, ist ja wie beim Autofahren, wenn die Autos in die Leitplanken fahren und es brennt. Es ist auch immer schwer, weil jetzt stehst du wieder hier in der Freiheit. Wie ist das Ganze abgelaufen? Ist da ein freundlicher Polizist gekommen und hat gesagt, hallo, kommst du mal mit? Wie ist das abgelaufen? Wie gingst du dabei? Also der Zugriff war genau um 12.51 Uhr, was wir, wie gesagt, vom Zeitpunkt auch nie vergessen, am 13. Februar 2012. Wir hatten jeden Montag, das war immer ein Montag, die Zustellung der Pflanzenlieferung. Jede Woche 1000 Stück von einem Produzenten. Der lieferte die Pflanzen zu, stellte die Rechnung aus. Ich gab genau in dem Moment den Geldbetrag raus. Aufgrund der Observation wussten sie ganz genau, zu welcher Uhrzeit das passiert und sind genau bei der Übergabe, der Rechnungsübergabe mit der Geldübergabe rein. Marke auf dem Tisch, polizeiliche Kontrolle. Sie haben mehr oder weniger versucht, das Ganze ruhig zu handhaben. Auch wir haben sofort gesagt, hey, kein Stress, also wir waren ja die Kontrollen gewohnt, aber wie gesagt, wir sind alle davon ausgegangen, auch alle Mitarbeiter, die schauen sich die Pflanzen an, sehen, es ist da nichts drinnen, blüht nichts, es sind Stecklinge und sie rauschen wieder ab. Ich habe es auch 2 Tage nicht realisiert, dass da ein Haftbefehl gegen mich vorgelegen hat und auch gegen meine Gattin, die sie auch ordentlich reintunken wollten und durch Falschaussagen dazu zwingen wollten, mehr oder weniger, dass sie sich selbst reintunkt. Im Endeffekt ist dann der Verfahren gegen sie eingestellt worden, weil es da einfach keine Anhaltspunkte gegeben hat. Sie war immer zu Hause bei den Kindern und hat auch davon nichts mitbekommen die letzten Jahre. Ne? Mhm. Also vor allem über diesen ganzen Ermittlungszeitraum. Ja, und dann ging es eh schon los. Ne? Also es hat die gesamte Hausdurchsuchung gedauert, dann von 1 Uhr, also sprich 13 Uhr, bis 9 Uhr am Abend. Und die Einvernahme am ersten Tag war bis 3.30 Uhr. Dann ab in die Zelle, am nächsten Tag ging es weiter, wieder bis tief in die Nacht hinein. Und mit Drogenhund, auch Privatdrogenhund und ja, ich muss dazu sagen, Handschellen wurden mir keine angelegt, weil es hätte keinen Grund gegeben dafür, muss ich sagen. Okay. Aber das Deprimierendste war einfach, sich in seinem Laden nackt auszuziehen und eine Leibesvisitation über sich ergehen zu lassen. Das war, muss ich sagen, wirklich das der Tiefpunkt des Ganzen. Ich finde das ist schon immer eine sexuelle Belästigung, die da auch an einem gemacht wird. Und dann auch natürlich die Aussagen, dass wenn ich nicht kooperiere, ich meine Kinder nicht wiedersehe. Also das muss ich sagen, war ein tiefer Schlag. Mein Anwalt hatte keine Zeit, es wurde auch kein anderer bestellt. Also ich war die ersten 2 Tage leider ohne Anwalt und habe dann auch durch meine eigenen Aussagen leider einen Schnitzer gemacht. Also Leute, wirklich, schaut, dass ihr unbedingt von Anfang an beim Start die Schnauze haltet. Es kostet euch sonst eure Zukunft. Anwalt informieren, wenn kein Anwalt Zeit hat, Schnauze halten. Die Polizei wird immer irgendeine Geschichten erfinden und irgendwas versuchen, um euch weichzuklopfen. Lasst euch nicht provozieren. Mein Fehler war, sie haben gesagt, Kiffen macht dumm. Und ich habe daraufhin gesagt, nee, Moment, ich kiffe seit 15 Jahren und sie wollen mir sagen, dass ich dumm bin. Fehler, ne? Ja. Hast du auch erlebt, also wir kennen ja alle, oder ich kenne zumindest dieses Spielchen böser Bulle, guter Bulle. Es war jetzt nicht so in dem Ausmaß, weil ich einfach, wie soll ich sagen, so eingeschüchtert war durch die Situation und keinen Beistand hatte, meine Frau nicht sehen durfte und durch die Argumentation, dass ich meine Kinder so schnell nicht sehen werde, an und für sich ja am Boden zerstört war. Also ich muss sagen, ich habe es mental überhaupt nicht gerafft. Ich bin dann auch auf die Krankenstation verlegt worden aufgrund meiner Vorgeschichte mit den Depressionen von anno dazumal und war am Boden zerstört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da haben sie schon selber auch sehr, sie waren nicht ungut, möchte ich wirklich sagen. Also sie waren keine Arschlöcher, was das Körperliche angeht, was die ganzen Geschichten und Konstellationen angeht, natürlich haben sie ihren Job gemacht. Klar. Sie sind auf das trainiert, rauskitzeln, was geht, um dann im Endeffekt dann sich auf die Schulter klopfen zu können, weil sie irgendeine Konstruktion den Staatsanwälten weitergeben haben können, mit dem sie dann wieder mehr oder weniger vielleicht weiter aufsteigen in ihrer Karriere. Hat man auch jetzt bei Gericht gesehen. Ich habe schon öfter sowas gehört, wie zum Beispiel, dass falsche Aussagen vorgelegt werden, die angeblich gemacht wurden oder dass gesagt wurde, du kannst sagen, du, der Dingens, der hat eh schon gesagt, dass du dem 20 ja, in Blüte klar. gestickt hast, kannst ruhig aussagen. Also es war auch da so, dass schon sehr wohl man versucht hat, die Mitarbeiter untereinander und auch mich aufzuhetzen und gegeneinander auszuspielen, auch von diversen Kunden.
Manche haben sich im Nachhinein auch entschuldigt bei mir, dass sie eben nach Stunden der Einvernahme zu so einer Aussage mehr oder weniger, ich will nicht sagen genötigt. Ich, ja, aber es froh, ist, wenn man da raus ist. Genau, man ist dann einfach nur mehr froh. Es war auch bei mir am zweiten Tag, hätte alles gestanden, wenn ich gefragt worden wäre, ob ich damals eben der Komplize von, wenn war das, Kambusch, im Kambusch-Fall war. Ich hätte alles gestanden, also nur, dass ich wieder rauskomme aus dem Ganzen. Bis dato habe ich auch nicht kapiert, dass ich wirklich in Haft gehe. Also es waren dann 16 Tage U-Haft, bin dann mit einer Person dann in der U-Zelle gewesen. War wirklich sehr schockierend, vor allem wenn man dann alles hergeben muss, dann auf einmal Unterwäsche von der Justizvollzugsanstalt bekommt und dann feststellt, das Einzige, was man hat, ist an und für sich, was man im Herzen hat und was man im Kopf hat. Alles andere können sie einem nehmen. Ja. Deswegen auch, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich seitdem eine größere Wertschätzung gegenüber anderen Werten als materielle Dinge. Man braucht es für die Familie, man kann nicht in dem Staat überleben ohne Kohle, aber die Werte sind ganz woanders und deswegen kämpfe ich jetzt auch umso mehr. Und seitdem ich verurteilt bin, kann ich ja auch den Mund aufmachen, weil nochmal verurteilen können sie mich nicht. Genau. Das ist das Schöne. Und ich finde auch, dass es umso wichtiger dass wir uns keine Angst machen lassen, obwohl immer wieder Leute so schreckliche Erlebnisse haben müssen wie du und ich. Und wie auch viele andere, aber wir dürfen uns einfach keine Angst machen lassen, Leute. Wir müssen dagegen ankämpfen und wir müssen weitermachen, wir müssen die nächsten Schritte gehen. Ich denke mal, wir sind die Veränderung, oder? Ich sehe das genauso und manche haben gesagt, dass ich ein kleines Bauernopfer war. Sie ist zum Teil auch so, aber nur durch solche Erfahrungen kann sich was weiterentwickeln und durch solche Erfahrungen kann man dann auch was aufzeigen. Scheiße natürlich, dass es mich getroffen hat, noch viel schlimmer natürlich, dass es auch meine Kinder indirekt betroffen hat und das hat mich, was das angeht, natürlich auch wachgerüttelt, dass ich sage, solange sich die Gesetze nicht ändern, bin ich mal clean. Sie können jederzeit kommen, natürlich. Meine Meinung können sie mir nicht nehmen, genau. Aber Konsum ist Konsum und da ist halt nun mal verboten und das möchte ich meinen Kids nicht antun, mein eigenes Ego über meine Vaterrolle im Moment zu stellen, okay. Das geht einfach nicht. Und das beweist auch wieder, Leute, Cannabis macht nämlich gar nicht süchtig. Man kann da nämlich jederzeit mit aufhören. Das liegt einfach nur am Willen und an Disziplin. Das ist beim Alkohol oft nicht so leicht wie bei Cannabis. Und das sollten vielleicht viele Leute mal verstehen. Genau, sehe ich auch so. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Jetzt nimmst du seit deinem Aufenthalt und seit dem Ganzen kein Cannabis mehr. Hast du jetzt, trinkst du jetzt wieder Alkohol? Ich muss sagen, hin und wieder trinkt man dann schon wieder etwas mehr. Ja, irgendwas, muss ich sagen, braucht man mal aus Ausgleich, aber bei weitem nicht mehr in dieser Intensität, wie es mal früher war, sondern eher, wenn dann mal mit meiner Gattin, dass wir zu Hause stundenlang über das Thema aufarbeiten, weil es ist doch ein sehr deutliches Trauma zurückgeblieben. Also okay. Ich verstehe es auch nach wie vor nicht, dass ich mehr oder weniger... Was ist? Ja, dann macht die aus, Bursch. Wir haben eh nur noch ein, zwei Dinger. Ja. Kein Problem. Jetzt kommen jetzt eh noch zwei kurze Fragen. Machst du weiter? Passt. Genau. Leute, ihr müsst mal dieses Macava probieren. Das schmeckt echt lecker. Nicht zu süß. Ja. nicht zu süß. Und mein Hund muss auch mal kurz husten, obwohl der gar nichts gekriegt hat. Vor allem ist es ein Grazer Hersteller. Und das ist wirklich ein Biogetränk, was man auch sieht und hinten. Also es ist... möchte keine große Werbung machen, kostet es einfach. Wenn es irgendwo findet, ganzen Bioläden an und für sich in Österreich sind damit recht voll. Ja. Aber wir haben es ja schließlich jetzt so im Hintergrund. Aber Golosa schmeckt auch ganz gut. Du, Spaß beiseite. Dieser ganze Scheiß, dieser ganze, was du 10 Jahre aufgebaut hast, diese drei Instanzen über dieses ganze Jahr. Nicht nur, dass sich das sehr viele Nerven gekostet hat und wahrscheinlich auch Familie, Freunde. Was hat dich das alles gekostet? Einen mittleren 5-stelligen Betrag haben die gesamten Anwälte gekostet. Dazu, dass wir das Haus verkaufen müssen mit Verlust, was nicht anders geht. Also wir werden unterm Strich mit einem 6-stelligen Minus ausstellen. Kommt auf jeden Fall hin. Plus, also finanziell und natürlich den gesamten ehemaligen Freundeskreis, weil... Ja, man verändert sich selbst. Viele hatten auch Angst, nee, der Günther ist jetzt heiß, nee, vielleicht halten wir uns fern. Ja, wir sehen es inzwischen als Neuanfang, muss ich auch sagen, aber es war zwischenzeitlich schon sehr kränkend, weil wie der Laden noch gut lief, haben wir doch sehr viele Leute gehabt, ne, die anscheinend für uns da waren. Aber man merkt es leider immer erst, wer wirklich da ist, wenn dann auf einmal die Kohle aus ist. Und deswegen muss ich auch meiner Familie und auch meiner Schwiegereltern sehr, sehr dankbar sein. Weil ohne denen wären wir schon längst im Privatkonkurs. Es wäre sich nicht ausgegangen. Allein der Anwalt mit einem mittleren 5-stelligen Betrag hätte uns da eigentlich ins Grab gebracht. Und so habe ich wenigstens die Chance bekommen, durch die Eltern und Schwiegereltern eine gute juristische Vertretung zu bekommen. Mhm. Wir haben auch extra versucht, einen Anwalt über Wien zu haben. Okay.
dass man eben wirklich auch außenstehende Meinungen einbeziehen können und eben, wie soll ich sagen, ich mag das nicht, diese Abmachungen, die zum Teil auch getroffen werden. Ne? Mhm. Mir ist es lieber, ich habe da wirklich einen fairen Gerichtsverhandlung, eine faire Gerichtsverhandlung und einen fairen Kampf und das war eigentlich dann schon ganz gut. Welches Gericht, welcher Richter ist jetzt zu welchem Urteil gekommen? Also mein Erstrichter kam zu dem Urteil 3 Jahre unbedingt, also ab sofort, also es war am 16. November letzten Jahres die Verhandlung. Zum Glück war die Anklageschrift und auch die Verurteilung dermaßen fehlerhaft, dass wir sofort Berufung und Nichtigkeit eingelegt hatten. Der OGH hat in dem Punkt Beitragstäterschaft leider argumentiert, dass es in diesem Zusammenhang mit Eigenkonsum, mit eben den ganzen Punkten wie Samenkatalog, Düngerschema, Beratungen, an und für sich Beitragstäterschaft ist. Da bin ich nicht mehr weggekommen davon. In den beiden anderen Fällen hat er halt geurteilt, also ich wurde zum Beispiel als Beitragstäter für meinen Eigenbedarf verurteilt in meiner ersten Instanz. Also wirklich, man fragt sich, wie manche Richter richten dürfen. Ja, an den Haaren herbeigezogen sozusagen. Also zum Glück war es so laienhaft geschrieben, dass sehr viel Spielraum auch noch für die zweite Instanz war. Allerdings der OGH hat ihn bestätigt, dass die Beitragstäterschaft, dass es Beitragstäterschaft war. Und jetzt bei der zweiten Verhandlung am 29. August, also eben vor 2 Wochen, war der Richter zum Glück etwas gnädiger, aufgrund auch der Dramatik mit den Kindern und meiner negativen Tests, die ich freiwillig machen musste. Also ich habe nach wie vor Führerschein, Reisepass, muss gleich auf Holz klopfen, dass das auch so bleibt. Aber zum Glück muss ich sagen, ja, können Sie jederzeit kommen, ich bin negativ. Also gesagt, nur meine Meinung lasse ich mir sicher nicht mehr nehmen. Das ist alles Wesentlichste. Und du hast jetzt was für eine Strafe bekommen? 34 Monate teilbedingt, das heißt 10 Monate davon unbedingt und 2 Jahre danach noch auf Bewährung. Diese gelten dann auf 3 Jahre. Und du bist einer derjenigen, die auch diese komischen, dass es das heute überhaupt gibt, Leute, also ein Mann, der eine Pflanze hochgezogen hat, der muss eine Fußfessel tragen. Also eigentlich kriegen das Leute, die Kinder vergewaltigen oder Leute umbringen und jetzt soll das hier ein Mensch tragen, der Kinder zu Hause hat und wo die Kinder mit ansehen müssen, dass der Vater Fußfesseln trägt, weil er ein Geschäft gehabt hat. Ja, also das muss man sich mal wirklich und Steuern bezahlt hat. Das muss man sich. Ja. Und das ist aber immer noch die bessere Option, als 10 Monate unbedingt in den Bau zu gehen, muss ich sagen. Also deswegen habe ich auch gesagt, also ich nehme es an, weil alles, was über 12 Monate unbedingt ist, geht nur mehr mit Absitzen. Du hättest es ja auch gar nicht mehr finanzieren können, oder? Wäre auch nicht mehr gegangen. Also es war eigentlich Endstadium. Ne? Und deswegen haben wir alles auf diese Karte gesetzt. Wir hätten jetzt nochmal Nichtigkeit einlegen können, weil es auch da wieder falsche Verurteilungsparagraphen gegeben hat in diesem Urteil. Aber ohne Kohle ist man dann einfach am Limit. Ne? Konntest du denn neue Connections im Knast kennenlernen? Ja, aber leider auf Ebenen, muss ich ganz ehrlich sagen, die für mich nicht in Frage kommen. Eben Kokain und andere Substanzen sind nicht meine Liga. Ne? Da war ein Schwarzer drinnen zum Beispiel, möchte nicht keine Vorurteile gegen Schwarze, Entschuldigung, so meine ich das auch nicht, ne? Ist aber wichtig. Ne? Der ist verknackt worden zu 3 Jahren unbedingter Haft wegen 1 Tonne Cannabis-Schmuggel von Spanien nach Österreich. Ja, aber richtiges Cannabis, ne? Ich habe Pflanzen verkauft. Ja. Und das wurde dann hochspekuliert auf Beitragstäterschaft zu 840 Kilogramm, sprich eine Pflanze zu 5 Gramm. Beweisbar waren davon knapp 30 Kilo, die sie definitiv bei den Kunden gefunden haben. Und das in dem Zeitrahmen von 3 Jahren. Also in Relation geht es da um 10 Kilo pro Jahr, was über das Geschäft mehr oder weniger Kunden gemacht haben. Der Rest ist rein spekulativ. Günther, das macht mich so platt, lass uns wieder hinsetzen. Nehmen wir mal an, du wärst Richter. Ja. Und du hättest jetzt deinen eigenen Fall vor Gericht. Wie würdest du darüber handhaben? Würdest du dich hart bestrafen, härter bestrafen, gar nicht bestrafen? Wie würdest du damit umgehen? Ich muss sagen, als Richter liegt es ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Einerseits verstehe ich, dass man als Richter sich an die Gesetze, an die geltenden Gesetze halten muss. Allerdings ist das lieb, zum Beispiel aus Amerika, Law Enforcement Against Prohibition, ein wunderbares Gegenbeispiel, dass man sehr wohl auch aufstehen kann als Richter und versuchen kann, seine Mitkollegen, aber auch die Politik endlich aufzufordern, einmal eine klare Linie zu fahren. Und nachdem ich eher ein Mensch bin, der sagt, er geht den unkonventionellen Weg und schwimmt nicht gerne mit dem Strom mit, wäre das wahrscheinlich eher meine Richtung gewesen. Dass ich sage, hey, Moment einmal, ich zerstöre jetzt gerade Familien mit einem unbedingten Urteil. Ich sorge dafür, dass ich eigentlich mit diesem Urteil
wie soll ich sagen, die Nachfrage überhaupt nicht beeinflusse, sondern lediglich die Anbieter vom legalen Bereich in den illegalen Bereich abdränge, für weniger Steuernahmen sorge, für Arbeitsplätzevernichtung sorge. Also ich muss sagen, ich hätte da ein dermaßen schlechtes Gewissen, ich könnte kein Richter und auch kein Staatsanwalt sein, weil die müssen das ja doch am ehesten wissen. Und für mich gehört auch mehr oder weniger die Anklagende, die Staatsanwaltschaft an und für sich auf die Anklagebank, weil das an und für sich in meinen Augen der wahre Beitragstäter ist. Weil mit solchen Aktionen wird genau dafür Sorge getragen, dass in Zukunft die Shops mehr oder weniger immer weniger werden, die Nachfrage aber trotzdem gleich bleibt oder gleichbleibend steigt, wie ja die Statistiken auch so schön aussagen. Und dadurch wird es nur in den Schwarzmarkt gedrängt, was wiederum für die Konsumenten Nachteile mit sich bringt und der Markt natürlich sowieso. Also soweit wie ich informiert bin, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, hat Graz, glaube ich, einen weitaus größeren Schwarzmarktanteil, was Drogen betrifft, als, glaube ich, fast Wien, ne? Boah, also da muss ich sagen, viel mehr leider die vergleichbaren Zahlen. Das Einzige, was man sagen kann, nachdem Graz eine Studentenstadt ist, könnte es eventuell auch mit dem zu tun haben. Ne? Also viele Jugendliche, junge Studenten, und man sieht leider sehr wohl, dass sehr viele Drogen in Graz unterwegs sind. Von dem, wenn man die Kripo oft mit dem konfrontiert, mit diesem Thema, nee, also wir haben kein Drogenproblem, Sandy. Man merkt nämlich immer, umso mehr, also auch in Bayern habe ich das damals gemerkt, wo ich so in Passau und so der Richtung unterwegs war, umso schärfer die Leute eigentlich hinterher sind, umso mehr merken andere wieder, hey, da können wir noch mehr Geld machen. Und da blüht das eigentlich erstmal richtig auf. Ne? Ich glaube, das sieht man ja auch in Frankreich. Ne? Das hat das strengste Antidrogengesetz in Europa, wenn ich richtig informiert bin. Da hat es eine gute Doku gegeben auf Arte. Und haben im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, wo es verboten ist, den höchsten Anteil an Hanfkonsumenten. Und mit Gesetzen der Jugend was vorzuschreiben, die genau in der Rebellionsphase sind, sprich gegen Gesetze sich aufbeugen, ist doch kontraproduktiv. Dass das gerade studierte Leute bei Gericht nicht wahrhaben wollen, ist mir wirklich schleierhaft. Also, sie kommen ja auch immer noch mit dem Argument der Einstiegsdroge. Seit 1995 ist es wissenschaftlich widerlegt, dass es keine Einstiegsdroge ist. Einziger Zusammenhang ist Schwarzmarkt und der Dealer ist ein Geschäftsmann. Natürlich. Aber das ist das Einzige, mit dem es zu tun hat. Aber nicht von der einen Substanz komme ich automatisch auf eine andere. Also nee, hätte mich persönlich auch nie interessiert. Ich war eigentlich immer eher der Naturmensch, mehr so gesehen. Und ja, war eigentlich nie von Interesse als großer. Also es liegt auch nicht in deinem Interesse, höhere Strafen auszusprechen für Leute, die Pflanzen züchten oder konsumieren, sondern eher, wie würdest du damit umgehen? Würdest du überhaupt bestrafen? Also ich finde es eher wichtig, den Weg, den auch Amerika jetzt eigentlich einschlägt, dass man das Ganze entkriminalisiert, wenn nicht sogar komplett legalisiert. Ich finde es super, was der DHV macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er hat ein wunderbares Konzept diesbezüglich, dass man sagt, so, ich schaffe einen regulierten Markt für Erwachsene, betreibe mehr Aufklärung für die Jugendlichen, nicht nur die Hetzpropaganda, wie es im Moment stattfindet, sondern wirklich Vorteile, Nachteile einer jeden Substanz, die Wirkungen hervorruft, abzuwiegen und auch und zu informieren, dass einfach der Reiz genommen wird, weil dann kann ich wesentlich mehr erreichen, denke ich. Und bestrafen, um damit dann eventuell wieder die Staatskasse zu füllen, was man ja leider auch hinter der Hand hört, was sehr wohl Mitgrund sein kann, warum es verboten ist. Man muss ja bedenken, wie viele Positionen Beamte eigentlich aufgrund dieses Verbots auch im Dienst sind, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil es gibt ja so viele unterbesetzte Beamtenstellen. Ne? Auf anderen Gebieten, Internetkriminalität, Gewaltverbrechen, jammern sie immer, wir haben keine Beamten, ja dann sonst doch fälligst die Suchtgiftbeamten abziehen und für was Ordentliches hernehmen, ne? Für ordentliche Fälle und richtige Fälle, wo auch Gewalt gegen Leib und Leben stattfindet. Und nicht da Konsumenten verfolgen, die daheim ihre Pflanzen anbauen. Stimmt. Also ist für mich auch ein persönlicher Eingriff in die Privatsphäre, die ich eigentlich nicht okay finde. Absolut. Wir kommen jetzt langsam zum Abschluss. Da würde mich noch interessieren, was würdest du eigentlich jetzt anderen Händlern raten? Wie sollen sie eigentlich jetzt gerade in diesem Bereich hier Graz oder wie soll man damit umgehen? Im Bundesland Steiermark würde ich auf alle Fälle zur äußersten Vorsicht im Moment raten, solange diese Staatsanwaltschaft tätig ist. Es hängt leider wirklich von der Willkür dieser Personen ab. Was wir auch daran gesehen haben, dass die alte Staatsanwaltschaft kein Problem mit uns hatte, in dem Ausmaß, und die neuen natürlich sofort sich ja mehr oder weniger etablieren wollten damit. Mhm. Auch in Wien gibt es da keine Tendenz dazu, was wir von uns, von einigen Anwälten auch gehört haben.
Und dementsprechend muss ich sagen, unbedingt mit einem Anwalt reden, seines Vertrauens, sich das eventuell auch schriftlich geben lassen, dass man wirklich auf alle Fälle abgesichert ist im Falle des Falles. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall machen. Also nicht einfach auf gut dünken, ich mache halt Stecklinge, ich verkaufe es, habe keine Ahnung, wie ich das handhaben soll, sondern wirklich den Anwälten auch sagen, hör mal zu, da ist jemand verurteilt worden, schau dir diese Urteile an, schau dir die obersten Gerichtshofsprüche an. Wie schaut das realistisch im Moment in dem jeweiligen Bundesland oder in der jeweiligen Stadt aus? Schade, dass man sich, obwohl man Arbeitsplätze zur Verfügung stellt und Steuern bezahlt und eigentlich dafür sorgt, dass was weitergeht in der Wirtschaft, uns wird ja eingeredet, Wirtschaftswachstum, dass man dafür auch noch bestraft wird und dass die Existenz zerstört wird. Möchtest du unseren Zuschauern von Blunt TV noch irgendwas mitgeben? Ja, auf alle Fälle, schaut euch Blunt TV an. Ich finde die Beiträge wirklich spitze. Bleibt eurer Sache treu, steht zu euch selber, steht auch auf für eure Rechte und lasst euch das nicht weiterhin gefallen. Ja, alles Gute euch. Ne? Danke. Ich sag danke.